Der Nachtfahrer. Willkommen in Rackwitz. Sie werden diesen Nachtzug nach Bitterfeld fahren und unterwegs an allen Stationen halten. Steigen Sie ein und bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Öffnen Sie die Türen, damit die Fahrgäste einsteigen können. Und damit ein herzliches Willkommen von der Strecke Rapid Transit hier in Rackwitz. Ich begrüße euch recht herzlich zur nächsten Fahrt in TSW 3. Und ja, steigen wir mal ein in unsere gute Baureihe 182 und rüsten mal den Zug auf. Erstmal müssen wir die Batterie in die Position Start bringen. Also ein kompletter Kaltstart hier. Dann warten, bis die Batterie den Strom auch zur Verfügung stellt. Da ist es geschehen. Setzen wir uns in den Fahrersitz. Einmal den Hauptschalter auf neutral. Den Stromabnehmer heben. Also man muss das Hilfsluftsystem laden. Meine Güte. Deutsch ist manchmal schwer. Kommt die S-Bahn. Schön. Da ist es geladen. Dann einmal den Stromabnehmer heben. Den Trennschalter auf Schließen. Der hintere ist gehoben. Wir haben heute zwei Waggons und ein Dosto hinten dran. Ein Doppelstock-Steuerwagen. Konnte man sich hier nicht auch? Ne, das ging hier gar nicht, ne? Zugzielanzeige konnte man hier oben, genau. An. Dann ging das hier, ne? Genau. Nur blöd, dass man hier nichts erkennt. Das ist natürlich super. Tja, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Steigen wir mal auf. Stehen mal auf. Ja, das ist natürlich mega. Hier irgendwo den Kontrast einstellen. Ne. Das geht leider nicht. Tja. Ein bisschen schwierig, so das Zugziel einzustellen. Bitterfeld haben wir hier. Ich glaube ja, ne? Ha. Tja. Der Zufall hat uns geholfen. So, das Bremssystem lädt hier noch auf. Wie ihr hier seht. Und dann können wir auch einmal auf Vorwärts. Zugbremse auf Vollleistung. Nicht Notfall, sondern volle Leistung. Einmal auf 1B. Und dann machen wir mal die Türen auf. Das ging hier. Genau. Einmal öffnen. Im Moment. Boah, ist immer schwierig, wenn man... Nee, muss ich so machen. Wie wir das hier in der 182er machen, kann ich euch jetzt nicht sagen. Lichtstrahl normal. Zuglichter machen wir natürlich auch an. Perfekt. Und dann alle mal bitte einsteigen. Wir machen uns in der Zeit mal die Zugsicherung an. Das ging, glaube ich. Ist immer blöd, wenn man viele verschiedene Züge fährt. Oder war das gar hier hinten? Ich glaube, es war hier hinten, ne? Hier, genau. Einmal die SIFA und einmal die PZB. So. Ne, viele verschiedene Loks, viele verschiedene unterschiedliche Möglichkeiten, sich die Zugsicherung anzuschalten. So, einmal die Bremsen lösen. Und dann dürfen wir los.
Ah, die Parkbremse noch. So, jetzt aber. Auf geht's. Ich weiß gar nicht, ist die PZB überhaupt an? Aufmerksamkeitspedal, auch nicht schlecht. Klasse Sound, ne? Die 182er haben sie schon gut hinbekommen. Dieser Tonleiter, das haben sie schon gut getroffen. Aber Nachtfahrer, das ist natürlich auch, ja. So viel Nacht haben wir hier nicht. Bin gar nicht sicher, ob die PZB an ist. Aber wir haben den Störschalter ja gedrückt. Seltsam. Mal am nächsten Bahnhof gucken. Ob die Siva sich meldet. Ja, die scheint sich zu. Okay. Die meldet sich, dann ist die PZB auch an, aber der Leuchtmelder hier unten, der, ja, leuchtet nicht. Nächster halt Schortau. Klasse Stimmung wieder hier beim Sonnenuntergang. Gut schaut's aus. Erstmal dran gewöhnt immer noch, dass ich ja die Anzeige oben rechts ausgemacht habe, welche das nächste Signalbild anzeigt. Schön. Trotzdem möchte ich noch mal kurz schauen. Seltsam. Mein Maschinenraum. Jetzt leuchtet er, okay. Gut zu wissen. Mal quasi ausgeschaltet. Also doch hier im Führerraum, hier hinten am Pult. Und weiter nach Delitzsch, unterer Bahnhof.
Zug beeinflusse. Ich weiß gar nicht, ob ihr schon das Video gesehen habt. Was ich ja auch, ja nicht ich habe es hochgeladen, sondern ich habe es auf YouTube gesehen und dachte mir, das muss ich euch zeigen, die Reaction dazu gemacht zu dem Bahnhofsvideo mit der Unreal 5 Engine. Kann ich euch nur empfehlen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Wirklich krank. Das sieht aus wie Real Life. Wenn ich dagegen hier die Schwellen und auch den Schotter mir angucke, ist es einfach nur ein Scherz, es ist einfach nur eine Textur, die drüber liegt. Und da ist es ja wirklich so. Ja, per Hand fast hingelegt, jeder Stein. Also da bin ich wirklich mal gespannt. Wenn das irgendwann wirklich mal kommen sollte, spiele ja hier mit der Unreal Engine 4 in TSV 3. Also wenn DTG da wirklich mal auf Unreal Engine 5 umsteigt, kommt er jetzt auch im Subway Sim Hamburg mit der Unreal Engine 5. Da, ja, ich weiß nicht, ob ich dann weinen oder lachen soll. Weil DTG halt auch nicht alles aus der Engine rausholt. Klar soll es ja auch immer für Spieler auch spielbar sein, die... Ach, hier ist sogar LZB verbaut, schaut mal an. Hätten wir auch mit LZB fahren können. Soll ja auch für Spieler spielbar sein, die keinen Monster-PC haben. Aber ich finde halt... Na, wir hüpfen wieder so komisch. Wir sind doch hier schon mal entgleist auf der Strecke. Ich finde halt immer, wenn man es schon benutzt, dann sollte man auch zumindest den Spielern mit sehr, sehr leistungsstarken PCs auch die Möglichkeit geben, auch das volle Potenzial auszuschöpfen. Die halt nicht so viel Power haben, die können ja dann immer noch sagen, nö, ich möchte auf niedrigen oder mittleren Einstellungen spielen, aber die Möglichkeit haben, die sollten es dann auch nutzen können. Und was eigentlich in der Engine drin steckt, das zeigt ja die Niddertalbahn. Ne, wie viel Assets man verbauen kann, wie viel Vegetation, wie hübsch das alles aussehen kann. Da bin ich echt mal auf zukünftige Strecken von DTG gespannt, wie detailgetreu die sind, ob die sich da wirklich mal ein Beispiel an TSG nehmen, die ja wirklich die Niddertalbahn vom Allerfeinsten gebaut haben. Oder ob es der Einheitsbrei bleibt, den DTG da immer benutzt. Immer im Gefahrenbereich rumlaufen. Dann wundern wir, was passiert. Das sind immer die Besten. So, jetzt zeige ich euch das nochmal hier. Die Kiesel sehen ja alle gleich aus. Ne? Das ist einfach nur eine Textur. Das sieht man ja. Und bei diesem Video von der Unreal Engine 5, wo der Bahnhof und auch die Gleisschwellen und das Schotterbett etc. gezeigt wurden, die Gleise an sich, da waren wirklich diese Steine. Eine Schwelle hatte hier Steine drüber, die andere wieder gar keine Steine auf der Schwelle. Die nächsten zwei Schwellen waren komplett zugeschmissen mit Steinen. Also die Steine waren echt da. Nicht nur so eine Textur, sondern die Steine waren tatsächlich Objekte in der Spielwelt, also wirklich grandios. Also wie hier auch die Schwellen, die hier liegen, oder die Bäume, die Büsche, die Haltetafeln hier. Es waren wirklich tatsächlich Objekte, die hier verbaut wurden. Und das sah schon wirklich grandios aus. Das war absolut gigantisch. Und ja, vielleicht nicht in den nächsten 2, 3, 4 Jahren, aber ich denke... Gut, bis 19.05 Uhr sollen wir warten. Ich denke, dass definitiv in den nächsten 10 Jahren, dass das zum Standard wird, dass man wirklich teilweise Spiele nicht mehr von der Realität unterscheiden kann. Wenn ich drüber nachdenke, wie ich mit Computerspielen oder auch generell mit Zugspielen angefangen, das war damals Transport Tycoon und Railroad Tycoon. Das ist wirklich Anfang der 90er, Mitte der 90er Jahre. Und wo ich heute bin, ich bin ja hiermit schon mega zufrieden.
jetzt nach Petersroda. Wenn ich wirklich denke, als ich damals den Microsoft Train Simulator gespielt habe, wie glücklich ich war, auf echten Strecken zu fahren mit dieser Pixelgrafik und wie toll das einfach war, oder Pro Train Perfect. Und jetzt meckert man über teilweise Schatten, die aufploppen und eine Oberleitung, die ein bisschen am Zuckeln hier oben ist, so am Flackern. Wenn man da zurückdenkt, also man hat schon hohe Ansprüche bekommen, ne? Aber das ist natürlich auch, die Technik entwickelt sich immer weiter. Ich überlege wirklich, wo wir mittlerweile schon angelangt sind. Ein kleines Handy hat heute mehr, so euer Smartphone hat mehr Rechenpower als ein PC von vor 12, 13 Jahren. Und ich kann es nur immer wieder wiederholen, auch was ich schon sehr oft gesagt habe, denkt mal einfach 10 bis 20 Jahre in die Zukunft, was wir dann haben. Wenn ihr mal 10 bis 20 Jahre zurückdenkt. Vor 20 Jahren bin ich noch wie gesagt, im Microsoft Train Simulator durch die Gegend gefahren. Mit Pixeloptik. Na, ich möchte nicht wieder entgleisen. Jetzt fahre ich einfach in einer 3D-Welt, die komplett detail- und realitätsgetreu nachgebaut ist. Nicht jeder Busch und jedes Haus ist da, wo es hin soll, aber es ist einfach ein Wiedererkennungswert vom Allerfeinsten. Die Beleuchtung, wo gerade die Sonne ins Bild kommt. Wie detailliert die Fahrzeuge mittlerweile sind, ja. Das ist auch Wahnsinn. Da kann man jetzt teilweise jetzt schon, wenn die Screenshots ordentlich aufgenommen sind in höchstmöglicher Auflösung, kann man jetzt schon teilweise nicht mehr sagen, das ist ein echtes Bild oder das ist ein Bild aus TSW3, also was die Fahrzeuge angeht. Ja, auf Englisch würde man sagen, we've come a long way. Wahnsinn, wo wir in den letzten 20 Jahren hingekommen sind. Ein bisschen später. Ja, aber geht noch. Ja, für alle, die sich jetzt wundern, wie du bist erst 18,2 Kilometer gefahren mit der Lok. Ja, mein Profil ist abhanden gekommen. Warum auch immer. Lege uns entgegen mit dem Regional Express. Stark. Seltsam, dass wir hier gar keine Anzeige drin haben jetzt, ne? Das ist echt seltsam. Wo ist unsere Zugzielanzeige hin?
Da stand doch vorhin Bitterfeld, ich habe doch nichts verändert. Warum? Da stand doch 100. Zwangsbremsung. Zwangsbremsung. Zugbeeinflussung. Warum? Da waren doch 100 angekündigt. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Warum denn? Auf dem Signal waren doch 100 angekündigt. Mal wieder spannend. Geht nicht, ich hab's kaputt gemacht. Seltsam. Auch seltsam, dass wir jetzt die Zwangsbremse bekommen haben. Kann mich auch nicht befreien. Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie gesagt, stand ja 100 auf dem Signal. Wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Oder ist es jetzt wieder so ein TSW-Ding? Die Anzeige mehr da. Okay, darf ich uns befreien. Mal gespannt, was ihr schreibt. Ob das an mir lag oder ob das jetzt wieder so ein falsch verbauter Magnet war. Was ich mir eigentlich auf der Strecke gar nicht vorstellen kann, weil die hat so viele Updates bekommen. Hier steht ja auch 100. Der Magnet will ja auch nicht, dass wir ihn quittieren. Ganz komisch. Ganz komisch. Ach, wegen Gleiswechsel, okay. Ist wahrscheinlich, ne? Weil wir bergab rollen. Nicht, dass wir von der 84 dann auf die 86 kommen, weil wir bergab rollen. Und dann kriegen wir auch einen Zwangse. Und dann sind wir gleich schon in Bitterfeld angekommen. Zug B1.
trotz Zwangse kommen wir hier pünktlich an. Links hinüber an den Bahnsteig. Da das nächste Signal rot ist, besser mal runter. Ja, da ist schon der 500 Hertz Magnet. Nicht, dass der uns hier wegsnackt. Schön, das hätte geklappt. Und wie gesagt, schreibt mal bitte rein, welchen Grund die Zwangse eben hatte. Das würde mich schon mal sehr interessieren. So ist auch gar nicht schlecht, ne? Ein bisschen tiefer. Mal. Vielleicht sogar hier drüben vom Bahnsteig noch eins. Na? Sollen wir doch die freie Kamera nehmen. Okay. Einmal die Türen wieder verriegeln. Gute Arbeit. Fahren Sie den Zug herunter, bevor Sie aussteigen. Machen wir natürlich. Türen haben wir schon zugemacht. Aber den Richtungswender auf aus. Zugbeeinflussung. Parkbremse rein. Und einmal aussteigen. Und dann kann der Kollege den Zug wieder in die Gegenrichtung fahren. Schön. Einmal die Treppen runter. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gern Daumen nach oben da. Falls ihr neu seid, würde ich mich auch sehr über ein Abo freuen. Hier können wir auch noch eine Streckenkarte aufhängen. Zack. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. In dem Sinne. Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.